Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute habe ich mal wieder zwei NPL-Spieltage für euch. Das sind auch die letzten beiden regulären. Denn ja, nach diesen sechs Spieltagen gibt es dann Playoffs, beziehungsweise dieses Mal tatsächlich auch nur ein Finale. Und ja, wir haben solide Chancen einzuziehen in dieses Finale. Dafür möchte ich natürlich auch heute gewinnen, um zu helfen, dass wir diesen Spieltag gewinnen. Und deswegen gehe ich auch direkt mal auf mein Team ein. Und zwar sehen wir auf meiner Seite ein Mega-Schlappohr, ein offensives Lebenorb Boreos-T, ein Gangwechsel-Magierner, ein Ash-Quajutsu, ein Demeteros-T und ein Tangolos. Auf der gegnerischen Seite, also eine Standard-Offensiv-Festen Tangolos und so weiter. Auf der gegnerischen Seite wiederum sehen wir ein Mega-Pinsir, ein Kapufala, Kapukime, ein Heatran, Hutsasa und Demeteros-T. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass Magierner super stark gegen das Team ist. Denn ich habe Fokusstoß auf dem Set, das heißt, ich kann auch sowas wie Heatran treffen. Ich habe aber leider keinen Eisstrahl im Set, sondern halt Donnerblitz und natürlich noch Kanonenbouquet mit der Z-Attacke, also Z-Kanonenbouquet. Und deswegen muss ich auf jeden Fall dieses Hutsasa wegbekommen, weil wenn ich Hutsasa wegbekomme, bekomme ich ohne Probleme Setup gegen zum Beispiel sowas wie Kapukime, vielleicht auch gegen Kapufala oder so und kann dann einfach durch das gesamte Team durchgehen. Aber dafür muss ich erstmal eben dieses Hutsasa wegbekommen. Und ob ich das schaffe und ob ich überhaupt diesen Kampf gewinnen kann, das werden wir jetzt sehen. Deswegen ich direkt mal mit meinem Demeteros-T starte, weil ich mir dachte, okay, ich kann mir direkt die Tarnsteine holen, was ganz nice wäre, um eben Chips zu bekommen oder halt einfach rauskehrtwenden. Und dadurch, dass ich nicht gewahrscheint bin, gehe ich auch straight jetzt hier raus, weil ich nicht von einem Kapufala super viel Schaden fressen möchte. Aber er wechselt sowieso in sein Demeteros-T und auf Demeteros-T kann ich erstmal mein eigenes Demeteros-T reinholen und natürlich Erdbeben erstmal gut tanken. Da kommt leider die Kraftreserve Eis direkt, bekommen natürlich, er bekommt dadurch natürlich guten Schaden auf mein Demeteros-T, aber das ist erstmal okay, weil ich die Tarnsteine rausbekommen habe und die will ich auf jeden Fall haben, um erstmal Chip auf seine Pokémon zu bekommen. Jetzt kann ich erstmal in meinen Tangolos gehen, während er auf seine eigenen Tarnsteine geht, denn ja, Tangolos checkt auf jeden Fall dieses Demeteros ganz gut, auch weil ich die Kraftreserve im Eis im Set habe. Und er entscheidet sich tatsächlich dazu, in sein Hutsasa zu gehen. Ich habe einfach prediktet, dass er vielleicht ein Heatran reingeht, weswegen ich jetzt hier auf das Erdbeben gegangen bin. So, nochmal das Design resettet. Er hat sich aber auf jeden Fall dazu entschieden, seinen Hutsasa reinzuwechseln. Und das ist erstmal okay, weil ich das Ding schon mal abschlagen kann. Somit habe ich schon mal das Item weg. Das ist in dem Fall die Anti-Feuerbeere. Und das ist eine super Sache, während er meinen Switch-Out predicted, der natürlich relativ offensichtlich war und auf die Pilzspore geht. Nun entscheide ich mich tatsächlich dazu, in Magierna erstmal zu gehen, auch wenn ich den gar nicht so krass anschippen lassen möchte. Aber Hutsasa kann nicht groß was dagegen machen. Und dann ist natürlich die Sache, dass er wahrscheinlich rauswechseln wird. Denn er rechnet natürlich mit einem Eisstrahl auf Magierna, was ich nicht im Set habe. Aber das kann er zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. So wie ich mal in Magierna reingeholt habe, muss er davon ausgehen, dass ich Eisstrahl im Set habe. Deswegen gehe ich jetzt hier auf mein Schlappohr rein, weil ich sein Heatran predicted habe. Und ich habe halt nicht sowas wie Voltwechsel oder so. Und ich wollte jetzt ja auch nicht Fokusstoß einsetzen. Das wäre auch blöd gewesen, weil wenn er drin geblieben wäre, dann wäre es okay gewesen, wenn ich jetzt hier mein Schlappohr hätte einschläfern lassen. Weil das wäre jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt gewesen. Aber mein Magierna ist meine Wincon. Wenn das schläft, habe ich ein kleines Problem. Deswegen, ja, ist das auf jeden Fall mein Play hier gewesen. Und nun muss er natürlich rauswechseln. Er entscheidet sich für Kapukime. Ich gehe einfach hier auf eine Frustration, weil ich wusste, dass er nicht drin bleiben wird. Vor allem, wenn er dann drin bleiben sollte, wird er wahrscheinlich sowas wie Schutzschild haben. Da will ich dann nicht eben meinen Turmkick auf ein Schutzschild einsetzen. Und wenn er in Kapukime geht, bekomme ich schon mal sehr schön Chip-Damage. Nun muss ich natürlich jetzt hier rauswechseln, weil ich will keine Attacke von diesem Kapukime nehmen und entscheide mich natürlich für Tangolos. Wenn jetzt hier Naturzone gekommen wäre, wäre es nicht allzu schlimm gewesen. Tangolos heilt sich sowieso immer ganz gut durch die Belebekraft wieder hoch und er kann jetzt hier einfach wieder in Hutsasa gehen. So, die Sache ist, ich habe das tatsächlich predicted und gehe jetzt in Boreos und das ist eine super Sache für mich, weil ich ein offensives Boreos-Tier habe. Wenn ich jetzt hier einfach Orkan drücke, stirbt halt irgendwas. Die Sache ist, dass er natürlich in Heatran gehen kann, aber für das Ding hätte ich in der Theorie auch noch Kraftkoloss. Und ich gehe jetzt hier einfach auf den Orkan. Er entscheidet sich dazu, seine Meteoros-T reinzuholen und das ist perfekt, weil das bekommt super viel Schaden und wird auf jeden Fall getötet, KO'd, wenn jetzt hier nicht der Orkan daneben gehen würde. Jetzt habe ich ein kleines Problem, aber ich dachte mir, er wird sowieso auf die Kehrtwende gehen, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf den Orkan. Leider misst das ebenfalls. Ich habe hier alles richtig predicted, er crittet mich auch nochmal mit der Kehrtwende. Ist jetzt nicht super schlimm, aber auch trotzdem nervig und das ist eine nervige Sache, weil Meteoros-T ist Teil seines defensiven Chors. Wenn sein defensiver Chor angebrochen ist, kann, wie gesagt, Magierna hier durchgehen, weil ich seinen Hutsasa viel eher reinforcieren kann. Mit Demeteros-T hat er zum Beispiel immer einen Switch in mein eigenes Demeteros-T und so weiter und so fort. Aber
wenn ich mein Demeteros-Tee mal rausbekomme und sein Demeteros-Tee weg ist, muss man zum Beispiel mal sowas wie Hutsasa reinwechseln. Und ich will ja dieses Hutsasa wegbekommen. Und deswegen ist das gerade echt eine dumme Situation. So, und mein bester Play wäre es jetzt hier gewesen, rauszuwechseln, aber ich habe mich so ein bisschen baiten lassen. Und ja, habe tatsächlich mich dazu entschieden, auf Kraftfloss zu gehen, weil ihn das hier der Range besiegen wird, aber er ist natürlich Gewahlscheid, also was ist natürlich, aber leider ist jetzt hier in der Situation eben Gewahlscheid, kann auf Feuersturm gehen und mich besiegen. Ich hätte rauswechseln müssen, aber da habe ich leider meinen Bruder-Steam ein bisschen blöd verloren, weil ich wahrscheinlich ein bisschen getiltet bin da schon. Und das war gar nicht mal so gut, weil Hutsasa ist jetzt ein kleines Problem. So, jetzt entscheide ich mich natürlich dazu, in Quajutsu zu gehen, denn ich habe hier nicht so viele Optionen gegen dieses Heatran, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich entscheide mich nicht, auf die Offensive zu gehen, sondern auf die Stachler, weil ich brauche diesen Chip-Damage. Ich muss ja mit Magiena hier irgendwie durchgehen, das ist immer noch mein Plan. Und das schaffe ich am besten, wenn ich sein Team irgendwie anchippen kann, dieses Hutsasa stark anchippen kann und dann kann ich mit Magiena in der Theorie durchgehen. Deswegen muss ich aktuell, auch wenn ich mich ein bisschen habe tilten lassen, noch an meinen Gameplan denken. Und so eben auch spielen. So, deswegen gehe ich jetzt erstmal in Tangelos rein. Auf, ja, ein Clairsmog. Ich kann halt alles von diesem Hutsasa tanken. Gehe jetzt hier nochmal tatsächlich raus auf Megaschlappohr. Weil ich mir dachte, vielleicht kommt jetzt hier wieder Heatran rein. Leider nicht. Wobei ich natürlich jetzt weiß, dass er auch Gewahlscheid ist und somit sollte Feuersturm wahrscheinlich von der Range mich schon besiegen. Aber das Gute ist, dass Schlappohr trotzdem immer noch guten Schaden gegen Hutsasa macht. Und deswegen nehme ich tatsächlich die Situation und gehe auf Mogelieb und danach auf Frustration, um eben nice Schaden gegen Hutsasa rauszudrücken. Und jetzt ist der Vorteil, dass ich erstmal Sleep Turns burnen kann. Und wenn er, also wenn Schlappohr jetzt hier aufwacht, dann stirbt Hutsasa und dann habe ich eine gute Chance zu gewinnen. Aber ich bekomme tatsächlich Pech. Ich wache nicht auf. Und somit, ja, was heißt, ich bekomme Pech. Ich bekomme halt den 3-Turn-Sleep sozusagen. Oder 2-Turns war es jetzt, glaube ich, genau. Und damit, ja, kann er jetzt hier auch rauswechseln, in seinen Demeteros-Tee reinwechseln. Ich sterbe durch einen Beulenhelm, was ein bisschen blöd ist tatsächlich. Aber, okay, wir müssen damit leben. Wir haben Hutsasa auch schon mal stark angeschwächt. Leider haben wir es nicht besiegen können, was wirklich jetzt super gewesen wäre. Aber okay. Ich kann jetzt erstmal in meinen Quajutsu reingehen. Und er sackt tatsächlich seinen Demeteros-Tee. Die Sache ist, er hat auch nicht so viel, was er hier reinwechseln kann, weil Stachler und Tarnsteine liegen. Das heißt, so eine Finsteraura tut halt allem relativ viel weh. Und somit bekomme ich tatsächlich jetzt hier sogar die Ashgrain-Form. Und Demeteros-Tee ist weg und das ist eine super gute Sache für mich. Natürlich wechselt er jetzt in seinen Heatran rein, ist natürlich Gewahrscheid und so. Und ich kann wahrscheinlich sogar einen Hit überleben, aber ich entscheide mich dazu, meinen Demeteros-Tee zu sacken. Vielleicht geht er so auf die Erdkräfte oder so, dachte ich mir, das wäre auch nochmal eine super Situation für mich gewesen, aber okay. So, die Sache ist, ich gehe jetzt in Ash Quajutsu. Und jetzt muss er Angst vor einem Wasserschuriken haben. Und deswegen gehe ich natürlich nicht auf Wasserschuriken, weil er kann einfach auf seinen Hutsasa oder in seinen Kabukime gehen, sondern geht tatsächlich für den Double. Denn ich habe jetzt hier erwartet, dass sein Kabukime vor allem reinkommt, nicht sein Hutsasa, weil ich dachte, guck mal, wenn ich jetzt hier auf Finsteraura gehe, dann ist sein Hutsasa weg. Und wie gesagt, er verliert dann gegen Magierna. Aber er hat, glaube ich, aktuell noch nicht so ganz den Threat von Magierna gesehen, beziehungsweise hat vielleicht gar nicht gesehen, dass ich, oder gedacht, dass ich ein offensives Magierna bin, sondern halt irgendwie Offensivweste oder sonst irgendwas trage. Und deswegen entscheidet er sich tatsächlich dazu, sein Hutsasa zu sacken. Aber ich habe halt was anderes predicted und bin in mein Magierna gegangen. Aber okay, ich hätte halt auch den Hutsasa-Play im Hinterkopf behalten müssen. Deswegen wäre wahrscheinlich Finsteraura ein besserer Play gewesen, aber ist nicht allzu schlimm, denn ich kann jetzt hier erstmal in meinen Tangelos reingehen, jede Attacke abfangen und dann versuchen, den Jungen ein bisschen anzuchippen oder vielleicht sogar schon zu besiegen. Und deswegen, ja, gehe ich jetzt hier erstmal weiterhin auf das Erdbeben, soweit ich weiß, oder, ja genau, ich gehe weiterhin auf das Erdbeben, besiege tatsächlich das Hutsasa und wie gesagt, er lässt es einfach sacken und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil jetzt hat er seine beste Option gegen mein Magierna verloren. Und das ist eine gute Situation für mich. So, nochmal das Design resettet. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass er natürlich in seinen Pinsir reingehen kann und sich setupen kann, aber ich kann ein bisschen Chip bekommen und ich weiß, dass Ash Quajutsu immer ihn besiegen kann mit dem Wasserschrücken. Deswegen ist das eigentlich nicht das Problem. Und hier kommt jetzt auch die Rückkehr. Tangelos wird besiegt. Ist natürlich doof, aber okay. So, jetzt entscheide ich mich natürlich dazu, in meinen Ash Quajutsu zu gehen. Und jetzt natürlich die Frage, bleibt er drin oder geht er vielleicht sogar direkt in sein Kapu Fala rein, weil er dann das Feld rausbekommt. Aber ich muss hier einfach safe spielen, ich muss auf Wasserschuriken gehen, ich habe keinen anderen Play. Und selbst wenn jetzt Kapu Fala reinkommt, das ist okay, weil ich habe immer noch Magierna und Magierna kann sich setupen gegen dieses Kapu Fala und Kapu Kima. Aber er macht's super. Geht in sein Kapu Fala, hat dann das Feld draußen und weiß, dass ich gechoiced bin und geht dann in sein Heatran rein. Und deswegen habe ich jetzt ein kleines, aber feines Problem. Weil
ja, Feuersturm wird natürlich Magierna besiegen, aber er lockt sich tatsächlich in die Erdkräfte. Ich weiß gar nicht, ich kenne die Kaix nicht, ob Feuersturm jetzt hier Ashkatsujutsu besiegt hätte oder nicht. Aber selbst wenn nicht, er wollte wahrscheinlich einfach nicht, also selbst wenn Feuersturm besiegt hätte, er wollte wahrscheinlich einfach nicht den Mist zweimal riskieren. Deswegen ist er auf die Erdkräfte gegangen. Aber das Gute ist, dass Magierna bulky wie sonst was ist und die Erdkräfte ohne einen Crit safe tankt. Und ich kann jetzt hier auf Shift gehen, also auf Gangwechsel, bin jetzt schneller als dieses Fahrschalt-Hitchen und besiege das Ding mit einem Donnerblitz. Jetzt bin ich bei plus 1 Spezialangriff und plus 2 Initiative und habe noch Donnerblitz für dieses Kapokime und natürlich noch das Z-Kanonen-Bouquet, was dann safe dazu reicht, dieses Kapokime oder dieses Kapofala zu besiegen. Erstmal Donnerblitz gegen Kapokime, reicht natürlich aus. Wir sind jetzt auf plus 2 Spezialangriff, plus 2 Init und er hat nichts, um mich jetzt hier noch zu besiegen. Und somit sind wir jetzt hier tatsächlich gerade in der Lage, dieses Match noch zu gewinnen mit unserem Magierna. Und das war nochmal super, super spannend. Das war das, was ich eigentlich von Anfang an geplant habe, aber nicht ganz umsetzen konnte. Ich hätte es, wie gesagt, schon vorher umsetzen können, wenn Hutsasa weg gewesen wäre, weil, ja, Hutsasa einfach ein großes Problem war. Hätte ich da zum Beispiel nicht nur, weniger 2 Schlafrunden bekommen, also wäre ich dann direkt aufgestanden. Mit Mega Schlafbohr wäre zum Beispiel Hutsasa schon weg gewesen. Dann hätte ich da vielleicht schon durchgehen können. So wurde es am Ende dann doch noch spannender als geplant. Und vor allem eben durch die Tatsache, dass er auf die Erdkräfte gegangen ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Feuersturm mich besiegt hätte, aber ich glaube, das wäre nicht schlimm gewesen, weil er hätte natürlich immer treffen müssen, aber die Sache ist, dass ich halt nur auf Wasserschuriken gelockt bin und somit, ja, hätte ich halt nichts anderes machen können, ne? Und ihn auch nicht besiegen können. Also war halt eigentlich sein Play, Feuersturm zu drücken und halt die Feuersturmattacken immer zu treffen. Aber ich sehe es natürlich gerne, weil so konnte ich gewinnen. Also war am Ende vielleicht noch ein kleiner Choke vom Gegner, wodurch ich gewinnen konnte. Aber davor muss man sagen, hatte ich noch ein bisschen Pech. Vor allem der zweimalige Orkanmiss gegen Demeteros Ziel war super, super nervig, weil ich wollte halt sein Chor ein bisschen anknacksen und ich hatte da eben noch nicht die Option für und habe halt ein wichtiges Pokémon wie mein Boreas Tee dann doof verloren, weil ich dann auch ein bisschen weggetiltet bin. Also ich habe nicht perfekt gespielt hier, aber ich habe trotzdem meinen Gameplan realisieren können und da bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden mit. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal zum letzten Spieltag, also zum 6. Spieltag. Aber kurze Info nochmal, wir haben jetzt dadurch den 5. Spieltag gewonnen und sind dadurch safe in die Playoffs gekommen. Das heißt, egal was am 6. Spieltag passiert, wir sind safe im Finale und das ist natürlich eine nice Sache. So, und wir sind jetzt hier auch direkt im letzten regulären Kampf, so gesehen, also am 6. Spieltag. Wie gesagt, wir haben als Team jetzt bereits das Finale gebucht und somit ist es jetzt kein Problem, wenn ich jetzt hier verliere. Und aus diesem Grund habe ich so ein kleines Meme-Team verwendet. Ich weiß, man sollte das natürlich nicht unbedingt in so einem Turnier machen. Man sollte trotzdem immer noch sein Bestes geben. Ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie deswegen schlecht spielen oder so, aber ich habe ein Team benutze jetzt hier ein Team, was nicht so stark ist, sondern eben eher mimig. Sondern hier so ein kleines Elektrofeld-Team. Natürlich, die Kapu, wie heißt das Ding? Ich weiß gar nicht, Kaputoro, wieso weiß ich gar nicht? Kabriki, Hilfe! Kabriki und die Rastadero-Kombination ist immer stark. Dann aber halt mit sowas wie Alola Raichu im Feld. Nebenbei, das ist ein Screener. Kabriki mit dem den Terra-Extender, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, der Feldverlängerer, dieses Item, was das Feld auf 8 Runden, glaube ich, bringt. Dann haben wir noch ein Z-Kristall Voltriant, dann ein Garados Mega und noch ein Demeteros Team mit dem Fokusgurt und Explosionen und so weiter und so fort, um eben die Tarnschein zu legen und dann eben zu explodieren. Ich habe das Team, das allererste Mal dort gespielt, das Team kommt vom lieben Lennart, das habe ich von ihm zugesteckt bekommt schon vorher, also ein paar Spieltage zuvor. Aber ich wollte es jetzt hier endlich mal verwenden und mal gucken, wie es läuft. Weil es ist halt immer noch eine coole Idee hier, einfach Tarnschwelle zu legen, dann zu explodieren und dann eben super nice Schaden zu drücken mit dem restlichen Team. Die Sache ist aber, ich wechsle hier direkt raus und mache das nicht. Weil er leadet mit seinem Mega-Metallis und er wird halt Mondhieb drücken, meinen Fokusgurt anknacksen und dann einfach auf Ice-Sieb gehen. Und deswegen gehe ich direkt in mein Garados rein. Ich will gar nicht mein Demeteros Tier so unnötig verlieren und hau ihm erstmal einen weiteren Bedroher rein. Also ich glaube, ein guter Play wäre tatsächlich jetzt hier gewesen zu doublen, aber ich gehe einfach straight hier auf Drachentanz. Ich war wirklich ein bisschen wahrscheinlich zu übermütig. Ich weiß halt auch, das wird ihn niemals besiegen. Ich habe kein Erdbeben, sondern eben meine stärkste Attacke ist Kaskade.
Ich kann halt auf den Flinch hoffen, passiert aber nicht. Und damit besiegt er mich mit Kanonenbouquet. Also war jetzt hier nicht so gut gespielt. Aber er ist doch okay. Ich kann jetzt hier erstmal mir einen Kill schnappen mit dem Meteoros T. Und werde jetzt hier auch erstmal safe auf das Erdbeben gehen. Wobei natürlich in seinem Meteoros T rauswechselt. Wobei, nee, ich habe das wohl predicted. Okay, sorry. Sorry, Leute. Ich bin auf Tarnstein gegangen. Alles gut. Ich habe es predicted. Und jetzt hier tatsächlich mein Kaputoro. Kapu Loloko hat der gute alte Lennart das genannt. Ich meine natürlich Kapuriki. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich überhaupt diesen Play gemacht habe. Ich habe mir einfach gedacht, yo, du haust direkt einen Reflektor raus und dann willst du versuchen, mit Resadero irgendwie durchzusweepen. Das war aber gar nicht mal so schlau. Weil die Sache ist, ich habe halt immer noch nicht sein Kapuriki angeschwächt. Und solange Kapuriki nicht angeschwächt ist, kann ich nicht mit meinem Resadero hier durchgehen. Also das war, glaube ich, nicht so der beste Play, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Kehrtwende, während er auf Schwertanz vorgegangen ist, während ich mein Lichtschild rausgeholt habe. Und kann jetzt hier erstmal das Erdbeben abfangen und danach nochmal explodieren in der Theorie. Und ja, dazu entscheide ich mich jetzt hier auch. Ich gehe einfach auf die Explosion, während er nochmal auf Schwertanz geht. Und das ist eine super Sache, weil er stirbt halt einfach durch die Explosion. Und damit haben wir beide unsere Demeteros-Tees verloren. So. Die Sache ist jetzt aber, wie gesagt, ich muss dieses Kapuriki eigentlich anschwächen, bevor ich irgendwas mit Resadero machen kann. Deswegen entscheide ich mich jetzt erstmal dazu, in Alola Raichu zu gehen, weil ich natürlich schneller bin im Feld. Natürlich kann ich ja mich Mogel hieben und dadurch schon mal einen Reflekt-Turn stallen. Aber das ist erstmal okay. Denn in der nächsten Runde werde ich ihn auf jeden Fall mit dem Z-Psychoshock aus dem Spiel nehmen. Weil ich mir dachte, okay, haust einfach direkt den Z-Move raus. Keine Ahnung, wenn Donnerblitz aus irgendeinem Grund nicht reicht. Ich weiß, dass Alola Raichu jetzt nicht der stärkste Pokémon ist, aber im Elektrofeld hätte es wahrscheinlich gereicht. Aber komm, Z-Move kannst du mal rausdrücken. So, ich gehe tatsächlich auf Donnerblitz, weil ich mir dachte, okay, wahrscheinlich sowieso Volt wechseln. Und ich will jetzt hier nicht die große, ja, ihr wisst schon, das Momentum hier geben und will noch ein bisschen mein Elektrofeld ausnutzen. Deswegen bin ich einfach auf Donnerblitz gegangen, um den Chip auf Magierna zu bekommen. Und jetzt ist natürlich mein Elektrofeld weg und somit kann er sein Quajutsu reinholen und mich Revenge killen. So, nochmal das Design resettet. Auf jeden Fall kann ich deswegen erstmal meinen Kapuriki sacken, dachte ich mir, weil ich dann nochmal das Elektrofeld rausbekomme und das eben für 8 Runden. Soweit ich weiß, wegen diesem Elektro-Terra-Extender-Gedöns. Und dann kann ich halt mein Resadero gehen. Muss ich eigentlich auch so ziemlich, weil das Problem ist gerade, wobei, eigentlich wieso überhaupt? Eigentlich war das ein Missplay. Eigentlich hätte ich in Alola Raichu gehen müssen, weil ich halt jetzt sowieso mein Resadero wieder gleich rauswechseln muss. Ich zeige es euch gleich. Ich muss jetzt hier auf Turmkick gehen. Natürlich, um den größtmöglichen Schaden auf Kapuriki zu bekommen. Aber ich kann ihn sowieso nicht Tweet Care, außer ich critte ihn. Und dann dachte ich mir, okay, wechselst du nochmal raus? Aber das war eigentlich voll der Missplay. Ich hätte halt einfach erstmal in Alola Raichu gehen sollen. Hätte Donnerblitz drücken können. Er hätte wahrscheinlich sein Magierna gesackt. Und dann hätte er mit Quajutsu reingehen können. Auf Wasserschulden gehen können. Oder sich da reinlocken müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich in Kabersalat gehen können, Z-Hypnose drücken können und vielleicht sogar noch gewonnen, weil ihr werdet jetzt gleich sehen, ich habe jetzt ein bisschen vorweggenommen, dass ich jetzt hier nicht mehr groß gewinnen kann, weil er hat jetzt seinen Resadero, besiegt jetzt logischerweise erstmal irgendeinen Mon von mir, das ist in dem Fall jetzt erstmal mein Xurkitree. Und das Problem ist, dass ich zwar meine Alola Raichu im Elektrofeld habe und dieses Resadero besiegen kann, aber er hat halt immer Ash Quajutsu und hat dann Wasserschuriken und wird mich halt einfach weghauen können. Und das ist so das kleine Problem gerade. Also wie gesagt, ich glaube, wäre ich einfach in Alola Raichu gegangen und nicht in Resadero, was halt irgendwie voll der Missplay war, hätte ich ja sogar noch eine Chance gehabt zu gewinnen. Weil Wasserschuriken geht jetzt erstmal raus, logischerweise, geht jetzt hier in Kapuriki, Sektors, wobei, was ist logischerweise? Wieso hat er das überhaupt gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, ich weiß, es war ja, stimmt, ich habe ja gar nicht das Elektrofeld, also nicht mehr die Entlastung aktiv, deswegen kann er mich mit Eisstrahl besiegen. Ja, nee, alles gut. Ich glaube, Wasserschwung hat aber ab der Range sowieso gereicht, Hilfe, weil, Wahlglas Quajutsu einfach extrem krass ist, upsa. Ja, jetzt habt ihr noch mal meine Gedankengänge beim Commentary mitbekommen, aber mir fällt halt gerade auf, dass es halt wirklich nicht gut gespielt war am Ende. Und ich das, glaube ich, sogar noch hätte gewinnen können, auch mit diesem Meme-Team. Also, wäre ich einfach in Alola Raichu gegangen? Dann hätte ich, glaube ich, noch eine Chance gehabt, weil mit Resadero hätte ich dann im Endgame, glaube ich, durchgehen können, wenn ich genügend Chip auf Kapuriki bekommen hätte. Die Frage ist, ob ich diesen Chip bekommen hätte, aber mit Circuitry in the Bag hätte ich das vielleicht bekommen. Also ich weiß nicht, hätte ich vielleicht gewinnen können, wahrscheinlich hätte ich das aber immer noch gewinnen können mit richtigen Plays und so weiter. Trotzdem, GG auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, war ein kleines Meme-Team, es tut mir leid, wenn jetzt die Qualität dieses Kampfes nicht so super war und ich hier nicht so gut gespielt habe, aber okay.
im Finale dann hoffentlich, wenn ich dann da aufgestellt werde, dann werde ich mein Bestes geben und auch hoffentlich den Kampf gewinnen. Ich hoffe es, ich werde mein Bestes geben, mal sehen, ob das klappt. Aber damit würde ich sagen, wir beenden jetzt hier endlich dieses Video. Wie immer, Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.